Ich grüße euch. Ich möchte jetzt eine Ellipsenstiege machen. Und zwar eine elliptische. Es gibt ja die Möglichkeit, Wendelstiegen zu machen und so weiter. Aber es gibt auch die Möglichkeit, eine elliptische Stiege zu machen. Ich zeige das jetzt mal mit Hilfe von Wenden. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine ganz normale Wand einer bestimmten Größe mache. Sollte ich umdrehen. So. Dann kann ich dann auch eine elliptische Stiege draus basteln. Gehen wir näher hin. Ich öffne mir das Ganze. Dieses hier auch mit Hilfe dieses Tangente bearbeiten Anfassers. Wenn ich da drauf gehe, bekomme ich ja die Tangente. So, das brauche ich nicht mehr. Das kann ich spiegeln, kopieren. Steuerung Großschreib Mirror. Wo ist der Mittelpunkt? Hier. Und jetzt kann ich mir eine Stiege, ich gehe mal rein, Treppen, eine gewendelte nehmen. Die lasse ich so eingestellt, wie es ist. Okay, ich fahre hier drauf. Geht sich gerade nicht aus. Nochmal. Ist vielleicht zu klein, wenn ich es außen hingebe. Das stimmt schon. Jetzt. Und jetzt kann ich noch den Anfangspunkt anpassen und bekomme jetzt meine elliptische Ellipsenstiege. Steuerung E. Den lege ich mir mal zur Seite. So, ich habe jetzt Steuerung das T, hier die Möglichkeit, diese Stiege, zum Beispiel die Struktur wegzugeben, die Bekleidung raufzulegen, die Bekleidung einzustellen. Egal wie, Steuerung 3 und bekomme so eine Stiege. Relativ harmonisch, auch im Grundriss, wenn ich mir das nochmal anschaue. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Gut, die Austrittsstufe könnte ich jetzt auch noch wegnehmen, aber ich lasse sie mal. Ist ganz gut so. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich die Steuerung hat das T. Wenn ich die Struktur jetzt zum Beispiel Wangen haben will, doch eine Struktur, Wangen, und die Wangen jetzt bearbeite und die jetzt wirklich hoch haben will, dass ich es als Geländer auch gleich verwenden will, dann habe ich ein Problem. Ich zeige das mal, einen Meter hoch und ja, okay, Steuerung 3, dann macht er hier absoluten Blödsinn. Hier drinnen versucht das, aber es ist immer schräg abgeschnitten und das ist vom Konzept her ein Nonsens. Ganz einfach. Er versucht das offensichtlich mit einem Tube-Befehl und das ist für so etwas eigentlich vollkommen falsch und unbrauchbar. Aber man kann sich ja selbst was basteln. Schließlich sind wir alle geschickte Leute. Okay, und das lade ich mir jetzt mal kurz dazu. Das heißt, ich starte mir jetzt nochmal ein Archicad, wo ich das zuerst schon für das englische Forum gemacht habe. Dauert ein paar Sekunden. Suchen. So, Änderungsdatum, Änderungsdatum. Muss dann ganz oben sein. Ja, hier ist es schon. Und zwar habe ich mir ein kleines GDL gemacht mit Hilfe eines, ich glaube, B-Prismas war es. Haben wir gleich. Steuerung E. Wie gesagt, ich habe das schon mal gemacht. Dieses hier, das ziehe ich mir einfach mal rüber. Na, muss ich in den Grundriss ziehen. Nochmal. So, jetzt habe ich es hier rüben. Das Teil
Ja, wenn ich es jetzt reinsetze, wie gesagt, das ist noch nicht perfekt programmiert, ist einfach so eine Idee, die ich dazu hatte. Und wenn ich sie nun einsetze, suchen wir es mal. Das ist natürlich dann eingebettet hier, dieser Test. Ich setze es mal ganz vor. Oh je, mein Bildschirm ist gerade weg. Jetzt sehe ich nichts mehr. Na. Jetzt bin ich wieder da. Entschuldigung, ich fahre mal da drauf. Hier bekomme ich das Teil dann rein. Man sieht es nicht. Wie gesagt, es ist noch nicht perfekt programmiert, aber es ist da. Und jetzt kann ich es rausziehen, einfach mit der Winkelsteuerung. Ich drehe es mal an den Anfang. Wo ist der Anfang für den Teil? Hier. Dann stelle ich mir den Radius ein und ziehe den Winkel ganz runter. Ja. Und gehe mal kurz ins 3D, Steuerung 3. Das Teil ist eben einfach noch ein wenig einfach gestrickt, aber immerhin. Vorne habe ich auch unten angefangen, also gehe ich da auch auf die Unterkante. Nicht ganz, sondern wo die Unterkante eben wäre. Ja, das wäre dann eben hier in etwa. Gut, Grundriss. Steuerung groß schreibe E. Ich kopiere mir das Teil an. Beide brauche ich nicht. Dieses hier. Steuerung groß schreibe E. Ich kopiere mir das Teil. Hier ist der Punkt. Der Radius drehen. Es geht leider nur von der anderen Seite momentan. Da ist der Punkt. Dann den Winkel einstellen. Also kann ich wirklich hinfahren, wo ich es brauche. Und das gleiche. Kann ich ihn hier am besten erreichen. So, ich muss nur kurz meinen Bildschirm nochmal umstellen, weil jetzt die Maus so langsam ist. Nochmal. Jetzt passt. Das ist der falsche. Steuerung groß schreibt M, Mirror. Ist nicht ganz genau richtig. So. Hier muss ich hin. So, die drei Höhen noch einstellen. Das hier mal auf die gleiche Höhe bringen. Steuerung E von hier in der Z-Achse genau auf hier. Dann wieder dieser blaue Punkt auf die, geh mal höher, dass ich es sehe. Wieder auf die Unterkante, wo es eben in etwa sein sollte. Dann dieses hier, Steuerung E in der Z-Achse genau hierhin. Und dann wieder die Höhe einstellen, wo es eben hin muss. Ach, jetzt habe ich es falsch gemacht. Was ich im Grundriss, ich habe es ja gespiegelt, das war Blödsinn. Ja, das war Blödsinn. Weg damit. Steuerung E. Wo ist es? Hierhin. Steuerung D. Ich muss es ja wirklich so einstellen, dass es zusammenpasst. Und hier habe ich jetzt wieder den Radius. Und jetzt geht's.
3. Ja. Steuerung E auf diese Höhe. Und beinahe bin ich eh schon dort. Ja, das war nicht ganz das, was ich wollte. Nochmal rauf. So, wir sind auf dieser Höhe. So, das Ganze jetzt in der Z-Richtung 30 cm nach unten. In etwa. Ja, wird zu viel sein. Aber so wird das wahrscheinlich schon funktionieren. Und jetzt in den Grundriss. Und die ganzen hier in diesem Bereich, die ganzen, das ist jetzt Stelz, Störung A, Störung Großschreibe E, kopiere ich in sich selber. Und dann gehe ich einfach durch. Das kommt nach innen. Ja. Das hier kommt auch nach innen. Und hat es nicht gemacht. Zurück. Steuerung Großschreib E. Gut, dann geht es eben so. Kommt nach innen. Steuerung Großschreib E. Von hier nach hier. Und kommt auch nach innen. Und die ganzen inneren Teile, das hier, Steuerung hat das T, drehe ich mir um, minus 0,05, so Steuerung 3, und schon, ja, hier habe ich doppelt gemacht, okay, habe ich beide mitgenommen. Das gehört weg. Aber soweit würde so etwas schon funktionieren. Und das ist etwas, das die AutoCAD-Programmierer leider falsch gemacht haben. Sie müssten mit so einem Befehl eine Wange machen und nicht mit einem Typ-Befehl. Weil so kann das dem beliebigen Stiegenverlauf einfach wirklich folgen. Alles andere ist Quatsch. Gut, viel Spaß damit. Ich werde es auf die Dropbox stellen.